Gut, herzlich willkommen zum Thema 1.1, Modelle und Modellierung. Ist ja der Grundlagenbereich, das heißt, wir werden jetzt einmal versuchen, uns im ersten Schritt diesen Modellbegriff anzunähern, um klar zu werden, was ist überhaupt ein Modell, was machen wir denn, wenn wir von Modellierung sprechen. Ich werde jetzt nicht anfangen, Definitionen vorzulesen, aber vielleicht schauen wir ganz kurz da zu Beginn in diese Beschreibung, was denn ein Modell ist. Modelle, dieser erste Satz ist eher so handlungsorientiert, das ist ein Produkt einer strukturierten Herangehensweise an die Beschreibung von Problemen. Sachverhalten, Lösungsansätzen. Wichtig ist da dieses Beschreibung von Problemen, Sachverhalten, Lösungsansätzen. Modelle beschreiben immer irgendwas. Also Modelle bilden irgendein reales Phänomen, sei es ein Problem, irgendein Sachverhalt, irgendeine Lösungsidee in einer anderen Form ab, die es vielleicht handhabbarer macht. Ein Modell mache ich also immer mit einer Zielsetzung, also sie verdeutlichen beobachtbare Sachverhalte und ermöglichen dann irgendwas, nämlich zum Beispiel eine Veranschaulichung, ich baue ein Modell, damit jemand anderer versteht, was ich meine, Konzeptbildung, damit wir uns überhaupt selbst vielleicht klar werden, wovon wir sprechen oder wo nur die Lücken sind in einer Beschreibung, der Lösungsentwicklung, Vergleichen, Analysen, was auch immer. Ein Zweck baue ich also immer mit einer Zielsetzung im Hinterkopf. Wenn ich Architekt bin und eine Idee für ein Gebäude im Kopf habe, dann werde ich irgendwann, damit das Gebäude auch gebaut werden kann, einen Bauplan zeichnen müssen. Bauplan wäre jetzt das konkrete Modell, das ich zeichne, mit der Zielsetzung, jemanden anderen transparent zu machen, wie denn das Gebäude gebaut werden muss. Also der Empfänger des Modells wäre in dem Fall dann vielleicht der Bauleiter. Und als Ersteller des Bauplans kann ich dann festlegen, okay, da soll eine Wand hin, da soll eine Wand hin, die Außengeometrie soll folgendermaßen ausschauen. Das kann ich alles festlegen. Komm vielleicht beim Erstellen des Modells, das ist dieses Konzeptbildungselement, das wir vorher gerade gehabt haben, beim Erstellen des Elements nur auf Lücken drauf, die ich nicht bedacht habe, kann die dann noch ausfüllen. Es ist also ein iterativer Prozess, ein Zyklus der individuellen Reflexion, des individuellen Explizierens, des in die Welt Bringens von mentalen Modellen. Man spricht ja tatsächlich von mentalen Modellen, also Bildern, wie wir uns die Welt erklären, aufs Papier, so dass es für jemanden anderen greifbar wird. Und in weiterer Folge, deswegen sind wir dann auch Wirtschaftsinformatiker, in weiterer Folge vielleicht die Grundlage bilden kann, um irgendwelche Informationssysteme zu bauen. Ja, wenn wir jetzt nicht vom Bauplan sprechen, wo dann irgendwo als Resultat das physische Gebäude rausfällt, sondern vielleicht von einem Customer Relationship Management System, ein CRM-System, da muss ja irgendwann mal jemand überlegen, welche Features soll das haben, welche Funktionalität soll es haben, wie arbeitet man denn mit diesem System, das heißt, welche Aktivitäten soll das unterstützen, in welcher Reihenfolge sollen die passieren, das muss man irgendwann mal festlegen, sodass es in der Softwareentwicklung dann umgesetzt werden kann. Das ist so mal ganz ein grobes Verständnis dieses Modellbegriffs. Was wir davon abgrenzen müssen oder was wir unterscheiden müssen, ist der Begriff der Repräsentation. Verzeihung. Modell ist ganz grundlegend einmal ein abstraktes Denkmuster, das sich dann irgendwie, habe ich vorher gerade erklärt, manifestiert. Diese Manifestation, also was dann da liegt, das nennen wir eine Repräsentation. Zu ein und demselben Modell kann es auch unterschiedliche Repräsentationen geben. Beispiel vielleicht, um das konkreter zu machen. Wenn wir auf der nächsten Seite nachschauen, haben wir hier ein Ablaufmodell über das Stellen eines Urlaubsantrags in einem Unternehmen. Wenn wir uns das anschauen, also das ist jetzt ein Modell, das sich in einer Repräsentation manifestiert, die da mit diesen hellblauen, türkisen Kästchen abgebildet ist. Und wir sehen, okay, es gibt vielleicht sowas wie eine Aktivität, Ausfüllen des Urlaubsantrags, Prüfen des Urlaubsantrags. Das stellen wir da als eckiges Kästchen, hellblau ausgefüllt. Und es gibt sowas wie Entscheidungen, das sind so Rauten an dieser Stelle hier. Es gibt vielleicht sowas wie Daten, Datenbanken, die stellen wir da als Zylinder dar. Scheint sowas wie Ereignisse zu geben, Beginn und Ende. Das sind so Elemente mit abgerundeten Ecken.
Das ist eine Repräsentation des Modells, das sich einer ganz bestimmten, dritter Begriff, den wir einführen, Notation bedient. Notation sind jetzt die Elemente, die wir zur Beschreibung des Modells in der Repräsentation verwenden. Also, dass es sowas wie eckige, also rechteckige Kästchen gibt, dass es sowas wie diese Zylinder gibt und was die bedeuten, das ist Gegenstand der Notation, eigentlich die Legende, wenn wir auf eine Landkarte denken würden. In einer Landkarte haben wir dann auch irgendwo stehen, ja, es gibt dieses Symbol Kreis mit Kreuz drauf, das steht für Kirche, und dann gibt es dicke rote Linie, das steht für Autobahn, so weiter. Das ist die Notation, die in der Landkarte verwendet wird. Hier wäre die Notation, welche Art von Elementen es denn gibt und was die bedeuten. Unter Verwendung dieser Notation bauen wir dann eine Repräsentation für das Modell. Könnte man jetzt da eine ganz andere Notation überlegen, zum Beispiel ganz einfache Modifikation, dass Aktivitäten jetzt nicht mehr hellblaue Rechtecke sind, sondern rote Ellipsen. Na, dann hätten wir eine andere Notation. Das würde zu einer anderen Repräsentation des gleichen Modells führen. Wir sehen diesen Zusammenhang auch noch einmal auf der nächsten Seite. Das Modell, das liegt als abstraktes Muster unter allem, was wir dann tatsächlich auch sehen können. Und irgendwo gibt es dann ein Abbild des Modells. Das ist das, was irgendwo kodifiziert am Rechner oder am Papier liegt. Das nennen wir dann die Repräsentation. Und dieses Abbild des Modells, das erstellen wir eben unter Verwendung der Notation. Die Notation, wie gesagt, sind die Elemente, die wir verwenden, plus die Regeln, die festlegen, wie diese Elemente kombiniert werden können. Also, dass es dann Verbindungen zwischen Aktivitäten geben kann und dass das eine Folgt-auf-Beziehung ist und dass es von einer Aktivität zu Daten gehen kann und dass das vielleicht eine Verwendet-Beziehung ist, das würden wir in der Notation festlegen. Der Modellbegriff ist aber, wenn wir jetzt einen Schritt zurück machen und denken, wie wir den alltagssprachlich und auch denken, wie wir den alltagssprachlich verwenden, üblicherweise für breiterer. Modelle können, und da kommen wir jetzt schau zum nächsten. Modelle können alles Mögliche sein. Modelle sind, wenn wir ganz zu Beginn zurückdenken, einfach nur eine funktionstragende Ersetzung des realen Dings. Das heißt, wir überlegen, wir haben das reale Ding da und oder wir haben eine Idee darüber, was wir bauen oder erstellen möchten, und damit wir das handhabbar machen, bauen wir ein Modell. Wie das ausschaut, ist da noch gar nicht festgelegt. Ein Modell ist sowas wie ein 1:18 Modellbausatz eines Fahrzeugs. Der ist ja vielleicht sehr originalgetreu. Vielleicht funktioniert die Lenkung, was auch immer. Auch das ist ein Modell, genauso wie diese Kästchen und Striche, die wir da dazwischen haben. Wir werden dann später gleich unterscheiden zwischen konkretem Modell und abstraktem Modell. Das wäre dann genau der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Typen. Bevor wir diese Unterscheidung treffen, schauen wir uns aber noch einmal ganz generell an, wie dieses Verhältnis zwischen Modellerstellenden, Modell an sich und dem Zweck zusammenhängt. Es gibt geschrieben in den 1970er Jahren ein Buch, das nennt sich Allgemeine Modelltheorie, von einem Herrn Stachowiak, der sich überlegt hat, ganz eben unabhängig von welcher Art von Modell wir sprechen, was sind denn die Eigenschaften, die Merkmale von Modellen? Das ist sehr generell, sehr abstrakt, hilft aber beim Verstehen darüber, was überhaupt ein Modell sein könnte. Deswegen schauen wir uns das ganz kurz an. Grundsätzlich, ich habe es immer schon wieder erwähnt, ohne darauf explizit einzugehen, können wir Modelle nicht ohne die Modellierenden, die Modellerstellenden betrachten. Das heißt, es gibt immer jemanden, der ein Modell erzeugt, ein Objekt im konkreten Fall erzeugt, und dieses Objekt ist jetzt unser Modell, das erfüllt einen bestimmten Zweck. Das heißt, wir erstellen dieses Modell immer mit einer bestimmten Zielsetzung im Hinterkopf, und für diese Person, die diesen Zweck verfolgt, wird dann das Modell sinnstiftend, sinntragend. Der Zweck bestimmt auch das Objekt dann ein Stück weit. Das heißt, wenn ich bleiben wir bei dem Bauplan Beispiel, wenn ich
ein Gebäude tatsächlich hinstellen möchte, dann muss ich ein Modell bauen, das dabei hilft, das Gebäude konkret zu bauen, also vielleicht wirklich den Bauplan, der festlegt, wo denn welche Wand hinkommt und wie dick die Wand sein muss und wie hoch der Raum ist und wo welche Leitungen reinkommen. Wenn ich vielleicht noch in der Entwurfsphase feststellen möchte, wie denn die Gebäudegeometrie beschaffen sein muss, dass die Lichtverhältnisse im Gebäude optimal sind, dann brauche ich eine andere Art von Modell. Dann brauche ich nicht den Bauplan, sondern brauche ich vielleicht eine virtuelle Repräsentation, ein Modell der Außengeometrie und eine Simulation des Sonnenstandes, mit dem ich dann untersuchen kann, okay, erreiche ich mit meiner Idee das gesetzte Ziel, dass alle Räume Tageslicht haben, zum Beispiel. Also je nachdem, welchen Zweck ich verfolge, baue ich unterschiedliche Modelle und diese Funktion, diesen Zweck, diese Zweckerfüllung, den das Modell wahrnimmt, die ist auch abhängig von der einsetzenden Person. Also dieses Modell mit der Sonnenstandssimulation, das ich vorhin gerade erwähnt habe, ist vielleicht nur für jemanden sinnstiftend, zwecktragend, der mit solchen Simulationen umgehen kann, und für jemanden anderen ist es halt eine nette Visualisierung, aber schon auch nicht mehr. Das heißt, welchen Zweck ich damit erfolge, hängt schon auch von meiner individuellen Kompetenz ab oder und davon, wie ich mit dem Modell umgehen kann. Einen Schritt zurückmachend oder aus diesem Dreieck ableitend definiert der Herr Stachowiak jetzt drei Merkmale, und die sind wichtig, sie auch zu merken, weil sie ganz gut erklären, was denn ein Modell ist, unabhängig davon, wie es konkret ausschaut. Ein Modell hat das sogenannte Abbildungsmerkmal. Das haben wir jetzt schon öfter erwähnt. Das Abbildungsmerkmal sagt, das Modell steht nie für sich, sondern steht immer für etwas anderes. Ja, das ersetzt ein mentales Konstrukt oder ein Element, ein Phänomen in der realen Welt. Kann dafür für das beobachtende Individuum, sei es der Modellersteller, sei es jemand, der das Modell ersetzt, verwendet, eine Ersetzungsfunktion wahrnehmen. Also ist dieses Modell, wie gesagt, ist nie ein isoliert stehendes Element, sondern hat immer einen Bezugspunkt, auf den es referenziert. Das Modell bildet aber diesen Bezugspunkt nie vollständig ab. Das ist die zweite Eigenschaft. Das ist das sogenannte Verkürzungsmerkmal. Wenn wir immer das reale Phänomen oder die Idee vollständig abbilden würden, dann bräuchte man keine Modelle bauen, dann könnte man das reale Objekt direkt verwenden. Was wir machen ist, wir nehmen nur die relevanten Eigenschaften des realen Objektes, wenn wir jetzt beim realen Objekt bleiben, und bilden die in unserem Modell ab. Was relevant ist und was nicht, hängt vom Zweck ab. Also vom Ziel, von der Zielsetzung der Modellierung hängt ab, was wir ins Modell aufnehmen. Alle anderen Aspekte lassen wir weg, und das nennt man das Verkürzungsmerkmal. Das heißt, alles, was wir an irrelevanter Information weglassen, das ist nicht im Modell enthalten. Dafür kann das Modell auch die Ersetzungsfunktion dann nicht übernehmen. Das heißt, aus dem Bauplan werde ich die Gebäudegeometrie bestenfalls indirekt ableiten können, aber zum Beispiel keine Informationen über die verwendeten Materialien bekommen. Wenn es jetzt um ein Modell ginge, mit dem man eine Brandprobe machen kann, ob das Gebäude feuersicher ist, dann gibt man der Bauplan diese Information wahrscheinlich nicht her. Also das ist ein verkürzt, diese Information, die da enthalten ist, ist verkürzt, reduziert die Komplexität oder macht die zumindest handhabbar, so dass wir uns auf die Aspekte konzentrieren können, die für den Zweck des Modells relevant sind. Und das hängt zusammen mit dem sogenannten pragmatischen Merkmal. Das ist der Sachverhalt, den wir vorher im Dreieck schon gesehen haben, dass das Modell immer für eine bestimmte Person zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Ersetzungsfunktion wahrnimmt und dass das wirklich nur ein zeitlicher und nur für einen zeitlich und räumlich abgegrenzten Zeitraum, Zeitpunkt gilt. Also diese Ersetzungsfunktion, die muss nicht permanent sein,
das Modell hat immer einen bestimmten Zweck und genau für diesen Zweck baue ich das Modell im konkreten Moment. Und aus diesem Pragmatismus, aus dieser Relation zum Zweck hin, habe ich auch schon erwähnt, definiert sich dann auch das Verkürzungsmerkmal. So, jetzt kommen wir zu diesen konkreten und abstrakten Modellen. Ganz kurz einen Schluck Wasser. Konkrete Modelle bilden das reale Objekt unter Verwendung des realen Objektsystems im Wesentlichen ab. Soll bedeuten, die Notation können wir dort nicht frei wählen, sondern die wird bestimmt, und zwar direkt bestimmt, durch das reale Phänomen. Wenn wir unser 1:18 Modell eines Fahrzeugs bauen, dann können wir uns nicht aussuchen, welche Elemente wir da verwenden, sondern da gibt es halt das Lenkrad, da gibt es halt die Karosserie mit allen ihren Einzelteilen, da gibt es die Räder. Das heißt, das leitet sich direkt aus dem realen Bezugssystem ab. Bei einem abstrakten Modell können wir die verwendete Notation, die Sprache, mit der wir beschreiben, frei wählen. Heißt, ob ich jetzt ein Phänomen, eine irgendeine Simulation, was auch immer, in einem oder einen Arbeitsablauf in einem grafischen Modell beschreibe, ob ich sie als Programmcode beschreibe, das ist vollkommen irrelevant. Wir werden später dann sehen, ich kann Programmcode als grafisches Modell darstellen oder umgekehrt. Inhaltlich, sogenannte Semantik, die Bedeutung, die bleibt identisch. Das heißt, ihr habt da die gleiche Information abgebildet, aber komplett unterschiedliche Repräsentationsformen. In einem abstrakten Modell kommt es darauf an, welche Notation ich wähle, um dann das reale Phänomen darzustellen. Und durch die Wahl der Notation kann ich unterschiedliche Aspekte betonen. Auch das wird später noch einmal wichtig werden. Ich kann zum Beispiel bei der Beschreibung dieses Urlaubsantrags, den wir vorhin gesehen haben, den Fluss der Aktivitäten ins Zentrum stellen. Ja, dann sehe ich, wie diese einzelnen Arbeitsschritte aufeinander folgen. Ich könnte aber genauso die beteiligten Akteure ins Zentrum stellen oder die verwendeten Daten ins Zentrum stellen und mit dadurch einen und denselben Sachverhalt mit einem anderen Fokus darstellen lassen. Würde ich die Akteure zum Beispiel ins Zentrum stellen, dann würde man von den Notationselementen wahrscheinlich viel prominenter die Akteure haben und deren Kommunikationsverläufe und vielleicht nur noch deren Verhalten beim Eingehen einer Nachricht zum Beispiel beschreiben. Werden wir dann sehen, wenn es in Themenbereich 4 um Kommunikationsmodellierung geht, da werden wir genau das machen, im Gegensatz zur Prozessmodellierung, zur Geschäftsprozessmodellierung, die eben üblicherweise eher flussorientiert ist. Schauen wir weiter. So, auch jetzt bereits schon mehrmals implizit erwähnt, ohne dass ich es explizit erklärt habe, es gibt ja immer einen Modellierenden, eine Modelliererin, einen Modellierer. Das ist aber nicht notwendigerweise die Person, die am besten über den Modellierungsgegenstand Bescheid weiß. Das heißt, diese Modellerstellung ist immer auch, jetzt geht es nicht mehr ums Modell an sich, sondern um die Modellierung. Dieser Modellerstellungsprozess ist immer auch ein interaktiver Prozess zwischen mehreren Akteuren. Im Minimum üblicherweise zwischen dem Modellierer, der Modelliererin und einem oder einer Wissensträgerin. Wissensträger fachsprachlich sagen wir vielleicht auch noch Domänenexperte dazu. Wissensträgerin weiß eben über den abzubildenden Gegenstand Bescheid. Der Modellierer und die Modelliererin kann gut mit der Notation umgehen und zusammen können sie dann ein adäquates Modell des realen abzubildenden Phänomens bauen. Was passiert dabei? Das ist im Wesentlichen ein Zyklus, den sehen wir hier, in dem versucht wird, zuerst einmal Wissen zu explizieren. Das heißt, das, was wir im Modell abbilden wollen, ist ja nur im Kopf der Wissensträgerin. Das muss zuerst mal raus. Normalerweise natürlich sprachlich, also in Form einer Erzählung oder als Text beschrieben, um die Grundlage zu bilden, dann eine modellbasierte Beschreibung zu erstellen. Das heißt, da passiert noch eine Interaktion, da
das ist nicht so sequenziell, wie es jetzt ausschaut, sonst könnte man sich nicht jahrelang damit beschäftigen. Das ist ein Interaktionsprozess. Jahrelang damit beschäftigen meint, das ist mein Forschungsschwerpunkt im Wesentlichen. Genau an dieser Stelle arbeite ich und tue seit mehr als 10 Jahren nicht recht viel anderes, als zu versuchen, diesen Prozess der Explizierung von Wissen in Modellen zu unterstützen, in einer Form, die es dann auch erlaubt, den Wissensträgerinnen erlaubt, ein besseres Verständnis über den realen Sachverhalt zu generieren. Wenn wir aber diese Modellbeschreibung haben, also wenn der Modellierer, die Modelliererin die Modellbeschreibung erstellt hat, dann geht es darum, das Modell zu validieren. Unter Validieren verstehen wir zu prüfen, ob das Modell den realen Sachverhalt adäquat abbildet. Adäquat ist wieder zweckabhängig, das heißt, ist an sich das Phänomen korrekt abgebildet und ist alle Informationen drinnen, die wir benötigen. Das heißt, ist das pragmatische Merkmal und das Verkürzungsmerkmal adäquat erfüllt. Weil die Abbildung haben wir erstellt. Verkürzungsmerkmal sagt eben, habe ich alle Informationen drinnen, die ich brauche und auch nicht mehr. Pragmatisches Merkmal ist, erfüllt den Zweck, dass diese Ersetzungsfunktion des realen Systems, des realen Phänomens wahrnehmen kann. Und auf Basis des validierten Modells kann man dann darüber reflektieren, wieder als Domänenexperte, wie denn das Modell oder ob das Modell eben adäquat das reale Phänomen repräsentiert, beziehungsweise was ich denn verbessern könnte. Wenn ich dann neue Ideen generiere, was man anders machen könnte zum Beispiel, dann geht es wieder in diesen Zyklus, würde neues Wissen generieren, muss das Modell dann anpassen und damit steigen wir in diesen Zyklus ein. Wir sehen das nur mal anders dargestellt auf der nächsten Seite in dieser Abbildung hier. Wir haben sowas wie dieses reale System, über das der Domänenexperte üblicherweise Bescheid weiß. Dann kommt es zur Modellierung, also da steckt jetzt dieses Wissensgenerieren, Beschreiben mit drinnen, sodass wir dann an irgendeiner Stelle ein abstraktes Modell haben. Wir sprechen an der Stelle jetzt von Abstraktmodellen, das muss nicht notwendigerweise ein abstraktes Modell sein. In PKM, Prozess- und Kommunikationsmodellierung, arbeiten wir aber üblicherweise mit abstrakten Modellen. Bei konkreten Modellen würde man zum Beispiel einen Arbeitsplatz nachbauen, um zu prüfen, ob der ergonomisch ist. Das könnte ein konkretes Modell sein. Ein abstraktes Modell beschreibt eben mit frei gewählter Notation vielleicht zum Beispiel den Arbeitsablauf. In dieser Validierungsreflexionsphase kommt es dann zur Veränderung des Modells, oder nicht in der Validierungsphase, aber in der Reflexionsphase zur Veränderung des Modells im Sinne von, wir hatten ein Problem, wir haben den Ist-Zustand, reales System, Ist-Zustand, abgebildet und jetzt überlegen wir uns, wie könnte man es denn besser machen und verändern dadurch das Modell. Und dann kommt es irgendwann einmal zur Rückwirkung auf die reale Welt, indem sie zum Beispiel das Verhalten der Wissensträger, der Wissensträgerin verändert, weil wir sowas wie ein Organisationshandbuch geschrieben haben, wo diese Modelle drinnen sind und das die Grundlage der Arbeit in der Organisation jetzt bildet, oder weil wir ein Informationssystem gebaut haben, die auf Basis dieser veränderten Modelle versucht, den neuen Arbeitsprozess zu unterstützen, beziehungsweise das Verhalten der Akteure in der Organisation zu verändern. Also durch diese Übertragung, und diese Übertragung kann eben alles Mögliche sein, das kann sein, wir schaffen ein Bewusstsein dafür, dass irgendein Arbeitsprozess anders organisiert werden muss. Das kann sein, wir bauen ein IT-System, das gar nicht, dessen Prozess gar nicht mehr anders zulässt. Das verändert dann das reale System und auf Basis dessen erkennen wir dann wieder und steigen dann wieder quasi in diesen anders dargestellten Zyklus ein, erkennen wir, wie sich das reale System verändert hat und können in weiterer Folge wieder das Modell anpassen, das Ist-Zustandsmodell. Also wir sprechen vom Ist-Zustand, wo wir beschreiben, was denn gerade ist, und vom Soll-Zustand, wenn wir denn beschreiben, was sein soll. Und dieser Soll-Zustand, dieses Soll-Modell, das wirkt dann irgendwann einmal auf das reale System zurück und damit schließt sich dieser Kreislauf. So, das ist da alles nur mal
beschrieben. Jetzt haben wir dadurch, dass da mehrere Personen üblicherweise zusammenarbeiten müssen, eine Herausforderung, und das ist, dass alle das Gleiche unter dem abgebildeten Modell verstehen, also dass das identisch, möglichst identisch interpretiert wird. Das ist nicht ganz einfach, weil Leute aus unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Wörter, unterschiedliches Vokabular verwenden, um ein und dasselbe Ding zu beschreiben, oder nur für unangenehmer dasselbe Wort verwenden und unterschiedliche Dinge meinen. Das kann so weit gehen, dass aber und gar nicht andere Leute beteiligt sind, dass ich als Ersteller des Modells vor 3 Wochen mir irgendwas überlegt habe und dass ich mich jetzt, wo ich mir das Modell wieder anschaue, nicht mehr erinnere und deswegen das Modell ganz anders interpretiere. Deswegen brauche ich Informationen darüber, wie das Modell zu lesen ist. Ja? Eine Komponente davon haben wir schon besprochen, das ist die Notation. Also welche Elemente gibt es denn überhaupt? Wie schauen die aus und was bedeuten die? Ein bisschen umfassender sprechen wir dann vom sogenannten Metamodell. Ein Metamodell ist ein Modell über Modelle und legt fest, eben, wir sehen es dann gleich nochmal, welche Komponenten das hat, welche Elemente in einem Modell enthalten sein können, wie die zusammenhängen dürfen, also die Regeln, wie das Modell gebaut werden darf, vielleicht auch noch, wie das Modell erstellt wird, also so einen vorgehensorientierten Aspekt nur dabei, und vielleicht auch noch, wie das Modell aussieht. Ja, das sind so die unterschiedlichen Aspekte. Das heißt, das Metamodell beschreibt eine Klasse von Modellen, ganz allgemein, so dass ich dann, wenn ich ein Modell vorgelegt bekomme, im Metamodell nachsehen kann, wie ist denn dieses konkrete Modell zu verstehen. Das haben wir hier nochmal dargestellt. Also es gibt das Modellsystem, da haben wir die konkreten Modelle. Könnte sein, also wird üblicherweise so sein, dass wir zum Beispiel in einer Organisation mehrere unterschiedliche Arbeitsprozesse haben. Die sollten vielleicht einheitlich dargestellt werden. Das heißt, es gibt hier mehrere Modelle, denen aber allen das gleiche Metamodell zugrunde liegt. Dieses Metamodell, das ist selbst auch nochmal natürlich aus dem realen Kontext, aus dem Objektsystem abgeleitet, insofern als dass der Gegenstand, den wir abbilden wollen, natürlich auch beeinflusst, welche Aspekte wir überhaupt abbilden können, also welche Notationselemente zum Beispiel überhaupt sinnvoll sind, sie abzubilden. Das wäre dieser Pfeil hier, worüber wir bis jetzt gesprochen haben, immer war dieser Pfeil hier, also die eigentliche Abbildung. Dieser Pfeil, die Ableitung, die hilft uns eben dabei, das Modell zu erstellen, beziehungsweise das Modell im Nachhinein auch wieder verstehen zu können. So, genau. Das können wir uns jetzt nur mal ein bisschen detaillierter ansehen. An dieser Stelle, da sehen wir jetzt, welche unterschiedlichen Arten von Metamodellen wir unterscheiden können. Das ist einerseits einmal das konzeptionelle Metamodell. Das konzeptionelle Metamodell legt fest, welche Elemente denn es denn überhaupt geben kann in unseren Modellen. Das heißt, da steht drinnen, es gibt sowas wie eine Aktivität, es gibt sowas wie Daten, es gibt sowas wie Entscheidungen, sowas wie Ereignisse, wenn wir auf unserem vorhergehenden Beispiel zurückkommen. Und die können folgendermaßen in Beziehung stehen. Zwischen zwei Aktivitäten kann ein Pfeil, also eine Verbindung stehen, und die bedeutet dann folgt auf, und ein Datenelement kann mit einer Aktivität in Beziehung stehen und das bedeutet dann verwendet, zum Beispiel so eine Aktivität verwendet diese Daten. Das repräsentationale Metamodell, das zweite Element, das kümmert sich jetzt um die grafische Darstellung. Wir denken ganz zu Beginn zurück auf die Repräsentation und Notation. Das steckt jetzt an dieser Stelle mit drinnen. Hier legen wir fest, dass eine Aktivität als hellblaues Rechteck abgebildet wird oder als rote Ellipse, was auch immer. Und das dritte Element, das habe ich vorhin auch schon kurz erwähnt, ist das sogenannte modellierungsbezogene Metamodell. Da würde jetzt drinnen stehen, wie man denn bei der Modellerstellung vorgeht. Also unabhängig vom konkreten Modell ist dort festgelegt, dass man vielleicht zuerst die Aktivitäten identifiziert,
dann die Daten zuordnet und im dritten Schritt erst die Akteure, die für die Aktivitäten verantwortlich sind, identifiziert. Könnte auch genau umgekehrt ausschauen, dass ich zuerst die Akteure festlege, dann deren Kommunikationsbeziehungen identifiziere und im dritten Schritt beschreibe, wie sich diese Akteure verhalten, indem ich deren Aktivitäten festlege. Also je nachdem, was ich auch ins Zentrum der Modellierung stellen will, kann sich dieses modellierungsbezogene Metamodell, also das Vorgehensmodell, das dahinter liegt hier, verändern, ohne dass es auf die konkreten, dass es für die konkreten Modelle unterschiedlich wäre. Ich kann ein und dasselbe Schema immer wieder anwenden. Das ist das Wichtige beim Metamodell, egal auf welcher Ebene. Es ist ein generelles Schema, das ich dazu verwenden kann, einheitlich Modelle, also konkrete Modelle zu erstellen, beziehungsweise dann auch wieder zu verstehen. Also gerade das konzeptionelle und das repräsentationale Metamodell helfen uns dann beim Verstehen, beim Erstellen hilft uns zusätzlich auch noch das modellierungsbezogene Metamodell. Gut, das war's mit den Grundbegriffen. Vielleicht nochmal ganz kurz, was wäre zu merken. Wenn wir nochmal zurückschauen, hier hilfreich ist immer einfach die Grafiken nochmal anzuschauen, das als Tipp. Wenn man die Grafiken erklären kann, das ist euch vielleicht aufgefallen, dann soll es vom Verständnis her so weit reichen, dass man auch die darauffolgenden Themen sich gut erschließen kann. Was brauchen wir? Wir brauchen dieses Grundverständnis, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Modell und der Repräsentation, also dass das Modell nur was ganz Abstraktes ist und dessen Manifestation in der realen Welt dann eigentlich eine Repräsentation ist, dass es dazu eine Notation gibt, dass es unterschiedliche Notationen für ein und das gleiche Modell geben kann, dass die Modelle unterschiedliche Merkmale haben, die vom Zweck der Modellbildung abhängen, und diesen Zweck legt immer eine Person fest. Also ein Modell existiert nicht auf der grünen Wiese, sondern wird von jemandem erstellt, der irgendeine bestimmte Zielsetzung damit verfolgt. Daraus erfolgen da diese drei Eigenschaften, die wir hatten. Diesen Modellgenerierungsprozess, das heißt, dass ein Modell, wenn ich den Zweck festgelegt habe, dann auch erst erstellen muss und dass es dabei unterschiedliche Rollen gibt, nämlich den Domänenexperten, den Wissensträger, die Wissensträgerin und den Modellersteller. Das kann durchaus die gleiche Person sein, die Aktivitäten bleiben aber die gleichen. Ja, dann füllt halt ein und dieselbe Person diese beiden Rollen aus. Die Rückwirkung vielleicht nochmal genau anschauen. Und dann wichtig nochmal das Metamodell. Was ist überhaupt ein Metamodell und welche unterschiedlichen Arten von Metamodell gibt es denn? Das sollte man sich vielleicht auch merken. So, damit haben wir den grundlegenden Modellbegriff geklärt und widmen uns jetzt dem nächsten Thema, unserem Anwendungsgebiet. Jetzt haben wir immer vom Objektsystem oder vom Referenzsystem gesprochen und was auch immer das ist. Wir haben Bauwirtschaft gehabt als Beispiel. Jetzt geht es um unser Referenzsystem in PKM, unser Bezugssystem, und das ist die Organisation. Also was auch immer eine Organisation ist, genau das werden wir uns jetzt im nächsten Schritt ansehen.